به نام زن، به نام زندگی، رها شویم ز طوق بندگی. شب سیاه ما سحر شود، تمام تا زیان آتبر شود. که ما جواب نها صدا شویم، من و تو و دگر دوباره ما شویم. قسم به خون پاک لاله ها، به انقلاب، به عشق و بوسه ها. در Ich wollte ein Thema ansprechen, und zwar geht es um letzten Donnerstag. Letzte Woche Donnerstag, also vorgestern, gab es ein Treffen der Schüler und Lehrer mit dem Herrn Lewe, mit Herrn Rosenau, Frau Winkler und ja, den dritten, vierten Namen habe ich jetzt vergessen. Und es ging darum, über einen Monat lief eine Petition. In dieser Petition ging es darum, dass 8 Schulen hier aus Münster, auch Gymnasien aus Münster, sich zusammengetan haben und die Schüler und die Lehrer eine Petition ausgearbeitet haben. Und da ging es um damit die Politiker Patenschaften übernehmen von politischen Gefangenen aus dem Iran. Es wurden Unterschriften gesammelt, 1,5 Monate, und diese Unterschriften wurden am Donnerstag Herrn Lewe übergeben. Dieses Übergeben war wirklich wunderschön, weil viele gute Worte sind gefallen, auch von Herrn Lewe. Und es geht jetzt weiter. Es soll was ganz Großes daraus werden, sodass andere Schulen deutschlandweit, europaweit vielleicht auch, sich auch solidarisieren und da auch mitmachen und mehr Politiker politische Patenschaften übernehmen von politischen Gefangenen. Ihr habt es vorhin schon gehört, heute wurde ein schwedischer Mitbürger im Iran hingerichtet, der 2020 von der Türkei aus entführt worden ist in den Iran, und heute Morgen ist er hingerichtet worden. 2 kleine Kinder hat er in Schweden. Also das zeigt einfach, dass die EU, dass Deutschland versagt hat, dass nichts passiert ist, dass die iranische Regierung sich immer noch traut, weiterhin hinzurichten. Nicht nur das, allein in den letzten 7 Tagen wurden 20 aus Balutschistan wurden 20 Balutschen hingerichtet. 2 Frauen, 18 Männer. Wenn ich jetzt 20 sage, kann es auch mehr sein. Ich weiß es nicht. Nur diese Zahlen sind rausgekommen. Dadurch, dass viele aus Balutschistan oder aus den kurdischen Gebieten die Namen nicht rauskommen, wissen wir auch viele Namen nicht. Und das kann nicht sein, dass wir das immer wieder jetzt hinnehmen. Hier eine Hinrichtung, da Hinrichtung. Also jede 8 Stunden wurde ein Mensch hingerichtet. Ein Mensch, das ist schon einer zu viel. Vergessen wir nicht die letzten 6 Monate. Über 20.000 politische Gefangene allein in den letzten 6 Monaten. Über 600 Tote. Wie viele Menschen wurden auf einem Auge oder auf 2 Augen erblindet? Wie viele Kinder wurden getötet? Deshalb, also wir sind jetzt heute hier, und ich möchte gleich einmal diesen Mikrofon aufmachen. Und zwar, manchmal denkt man sich, heute Morgen bin ich wach geworden, habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Wieder vor den Augen der Welt wurde wieder einer hingerichtet, oder so viele aus Balutschistan. Woher nehmen sie sich das Recht? Und das Recht nehmen sie sich, weil die Weltpolitiker wegschauen. Immer noch nicht, ja, solidarische Worte fallen, das ist richtig, es ist alles so schlimm, und ja, im Iran passiert so viel Schlimmes. Aber es passiert nichts. Taten folgen nicht, es passiert gar nichts. Und da möchte ich gerne wissen, wir kommen jeden Samstag seit fast über 8 Monaten hier auf die Straße. Nicht nur wir, auf der ganzen Welt sind Demonstrationen, Kundgebungen, jede Woche. Und die Proteste im Iran gar nicht zu vergessen. Auf verschiedenen Arten und Weisen protestieren die Menschen auf den Straßen, indem die Frauen ihre Kopftücher abnehmen, indem die Männer kurze Hosen tragen, mit ihren Hunden auf die Straße gehen. Das hört sich so an, als ob, ja mein Gott, die gehen mit ihren Hunden auf die Straße. Ja, das ist verboten. Männer dürfen keine kurzen Hosen anziehen. Sie tun es trotzdem, aber das ist verboten. Frauen haben ihren Kopftuch abgenommen. Das ist für uns, ja, heute ist schönes Wetter, wir haben kurze Sachen an, T-Shirts, kurze Hosen, Kleider. Das ist alles verboten.
Es geht natürlich nicht nur um die Kleiderverordnung. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn die Kleiderverordnung sich ändert, dann alles wieder gut ist im Iran. Nein, wir reden nicht mehr über Reformen. Wir reden um den Sturz dieses Systems. Dieses System muss verschwinden. Das ganze System, diese Islamische Republik, muss aufgelöst werden. Und was können wir aber von hier aus tun? Wir wissen, also ich weiß auch nicht mehr, ja, wir kommen jeden Samstag hier hin, wir haben verschiedene Veranstaltungen, um einfach andere Menschen darüber aufmerksam zu machen, was im Iran passiert. Aber anscheinend reicht es nicht. Ich weiß nicht, ich würde gerne dieses Mikrofon freimachen und wenn jemand möchte, kann er aufzeigen, ich gehe dahin, gebe ihm ein Mikrofon und vielleicht hat der ein oder andere eine Idee, was wir machen können, dass die Politiker uns hören und dass sie die Menschen im Iran hören. Sie müssen nicht auf uns hören. Das, was die Menschen im Iran seit Jahren, seit 44 Jahren durchmachen, wer hört denn auf die? Der Handel geht trotzdem weiter und wir wissen alle, es geht nicht um Menschenrechte, aber wir sagen das jetzt hier. Wir haben die Möglichkeit, hier zu stehen und zu sagen, ja, Menschenrechte, das geht es nicht. Es geht um Macht, um Gier, um Geld. Aber ja, wir sagen es und gehen gleich nach Hause und leben unser Leben weiter. Aber es sind Menschen hingerichtet worden, es sind Menschen im Gefängnis, werden gefoltert, vergewaltigt, misshandelt. Ich weiß nicht mehr wirklich, was wir sonst noch machen können. Und deshalb würde ich mir wünschen, wenn jemand eine Idee hat, dieses Mikrofon zu nehmen oder auch einfach mal ein Mikrofon zu nehmen und zu sagen, warum seid ihr hier? Warum steht ihr hier? Was denkt ihr? Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen müde geworden sind. Auch viele iranische Mitbürger, die jetzt nicht mehr zu den Kundgebungen kommen, weil sie denken, ja, was bringt es? Ja, natürlich, es hat ganz viel gebracht. Wenn wir bestimmt heute alle jetzt zu Hause wären, glaube ich, dass viel mehr Menschen hingerichtet worden wären, dass viel mehr Menschen festgenommen worden wären. Aber weil wir alle noch so laut sind, weil wir nicht wieder nach Hause gegangen sind, wie in den letzten 44 Jahren, ist es heute weniger. Aber wie mein Vater immer sagt, auch einer ist zu viel. Auch ein Mensch, der gestorben ist, zu viel. Auch ein Mensch, der hingerichtet worden ist, ist zu viel. Deshalb müssen wir mehr Menschen sein. Wenn wir jetzt hier mit 1000 Leuten, mit 1500, mit 2000, mit 5000, wir haben hier 3300 Iraner in Münster. Wo sind diese Iraner? Ich möchte, dass ihr Iraner eure Familien und Freunde fragt, warum kommt ihr nicht mehr auf die Straße? Warum glaubt ihr nicht, dass es was bringt? Wenn wir zu Hause bleiben, bringt es gar nichts. Keiner hört uns hierzu. Deshalb ist unsere Verpflichtung, wir haben eine Verantwortung, jeder von uns. Jeder von uns muss versuchen, in diesem Luxus, was wir leben, trotzdem eine kleine Zeit seiner tollen Wochenendes, seines Zeites zu widmen, um für Menschen auf der ganzen Welt, es geht nicht nur um den Iran, wir hoffen ja, dass wenn im Iran Ruhe einkehrt, Frieden einkehrt, dass dann wie so ein Schneeballsystem es auch in anderen Ländern weitergeht, dass die Diktatoren auf der ganzen Welt denken und sehen, wenn die Menschen aufstehen und zusammenhalten, dann können wir nicht mehr so weitermachen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Münsteraner.